will ein selbstbestimmtes Leben führen und stößt ständig an Grenzen. Sie ist einsam und verletzt alle, die es gut mit ihr meinen. Rippchen nennen sie die magere junge Frau. Sie selbst gibt sich den Namen April. April ist ja der Monat, der genauso unberechenbar ist wie April, das Mädchen selbst. Hagel, Sonne, Regen, die Unbeständigkeit schlechthin. Eine vermurkste Kindheit in der DDR liegt hinter ihr. Nun, mit 18, soll sie auf eigenen Beinen stehen. Doch April stürzt immer wieder ab. Alkohol, Drogen, Selbstmordversuch. Irgendwie kommt sie jedes Mal davon. Sie begegnet Leuten, die sich um sie kümmern. Und ich glaube, dass die April die ersten 25 Jahre dort in der DDR sozialisiert worden ist, ist nicht unwichtig. Geborgenheit im real existierenden Sozialismus. In den 80ern wird es April dennoch zu eng. Sie stellt einen Ausreiseantrag, geht in den Westen, wie Angelika Klüssendorf. Neue Freiheit, aber kein Happy End. Zu schwer wiegen die Traumata der Kindheit. Ihr Atem fegt alles beiseite. Die Schönheit der vergangenen Tage, die Geborgenheit, die sie empfunden hat, die Freude. Als wäre ihr Körper ein Hochdruckgerät, aus dem ihr Atem mit einer Geschwindigkeit entweicht, die Häuser zum Einstürzen bringen könnte. Und Menschen, Nähe, Liebe. Angelika Klüssendorf beschreibt die Geschichte einer schwierigen Emanzipation. Schnörkellos, schonungslos. Frau Klüssendorf ist auf der Shortlist, weil sie mit ihrem herben, lakonischen Sprachstil die Heftigkeit dieses Lebens von April wunderbar darstellt. Alle kennen das Mädchen, diesen quasi ersten Teil, und es ist faszinierend zu lesen, was diese junge Frau ausmacht. Und es ist auch ein Sittengemälde der frühen 80er bzw. späten 70er Jahre in Leipzig und Berlin. Faszinierend.